Ich habe mir Fabian Hambüchen geschnappt und wir haben zusammen mal ein bisschen trainiert vor die Olympiade. Zieht's euch rein. Die Olympia steht ja vor der Tür und deswegen habe ich gedacht, machen wir uns mal fit hier zur Olympia. Go for gold. Und deswegen habe ich hier eine komplette Trampolinhalle hier hingestellt. Ist ja ganz nett, aber es gehört halt einfach nicht zu meinem Programm, ne? Du machst da Trampolin? Nee. Aber, also geil? Nee. Dreck ist mein bestes Gerät, aber Trampolin hat da nichts zu suchen. Achso. Ja, aber Trampolin macht ja fit. Oh, kann man schon. Ja, siehste. Machen wir uns jetzt mal fit für Olympia. Auf dem Trampolin. Ja, sieht man, Trampolin ist wirklich nicht sein Ding, ne? Ach, das ist nicht so dein Gerät, ne? Nicht ganz. Ja, nee, da müssen wir wirklich nochmal bei. Mach du mal. Wir machen jetzt mal ein Wettrennen, okay? Deutschland gegen Kanada. Auf die Plätze. Fertig. Los! Wo bleibt der denn? So, du bist doch gar nicht am Schwitzen, ne? Nee. Ich find's total. Aber wenn man nicht schwitzt, dann macht man es auch nicht richtig. Wer kann mehr rückwärts anders machen, okay? Am Stück. Alles klar. Okay? Ja. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wo bin ich? Er lacht sich kaputt, der Wichser. Boah, Alter! Ich seh nichts mehr. Hast du ein Drehbuch? Ein bisschen. Aber wichtig ist ja nicht nur Haltung, sondern auch Landung, ne? Ja, kein Schritt, kein Hüpfer, wirklich landet und quasi beim Aufstehen auch noch schafft, die Fersen zusammenzukriegen. Ach so, auch noch ins Plié. Ja. Nicht schlecht. So, ein bis zwei Zehntel Abzug. Ja, ist nicht schlecht. Auch ein bis zwei Zehntel Abzug. So ungefähr. Welche Länder sind so die ärgsten Konkurrenten? Ja, Japaner sind die stärksten momentan. Immer, ne? Dann hast du die Chinesen dabei, die Russen, noch ein paar andere Länder. Zum Beispiel den großen Geheimfavoriten. Der trainiert heute auch hier. Echt? Afghanistan. Und ich schieße in die Luft. Der beste Trampolinspringer. Na, Schmaler. Na, Frodo. Na, Faisal, das haben wir noch ein Ding hier, oder? Ja, Trampolin, ich war mal in Hüpfburg. Du warst mal auf einer Hüpfburg? Nein, ich war die Hüpfburg. Ach so. Sauber, Faisal, super. Genau so. Du springst jetzt einfach mal da rein. Was falsch machst, dann mach mal lieber gar nichts. Ich fand Feder. Musst du halt zufrieden sein mit dem, was du hast. Und selbst wenn alles in Kabul wäre das nicht passiert. Scheißladen. Achtung, Faisal. Digga, das ist gar keine Todesangst. Jetzt stelle ich mich hin und du machst. Schaffst du das etwa nicht? Ich kann zum Beispiel umgehen, kein Problem. Weiß halt die Woche nicht. Nächste Woche auf Sat.1.
Okay, hast du gewonnen. Aber so ganz sauber waren deine Sprünge jetzt auch nicht. Ich hab's auch im Augenwinkel gesehen. Ich lag ja ein paar Mal. Muss ein bisschen an der Form arbeiten, ne? Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ein bisschen Zeit bis zu Olympia. Ja, bin ich auch ganz zuversichtlich. Brauchst du Pause? Nur. Und damit zurück ins Studio. Schon nice, oder?